Fußballprofis und Autos Maximilian Arnold und Yannick Gerhard zu Besuch auf Deutschlands größter Automesse, der IAA. Mit einem Punkt aus München und guter Laune im Gepäck machten sich die beiden Wölfe ein Bild von der Automobilzukunft. Es gibt sehr viele schöne neue Autos und wenn man auch hier so neue futuristische Autos sieht, kann man sich schon mal darauf einstellen, wie es in der Zukunft vielleicht ablaufen wird und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, hier zu sein. Klar, nach dem Achtungserfolg in München ist die Freude beim VfL Wolfsburg zurückgekehrt. Hauptverantwortlich dafür der Trainerwechsel zu Martin Schmidt. Ein bisschen verrückter Typ, aber positiv verrückt. Ich denke, man hat das gerade nach dem Punktgewinn gesehen, wie ausgelassen er sich gefreut hat. Und wenn er uns da ein bisschen mit wachrüttelt, dann finde ich das sehr gut. Man merkt schon einfach, er ist Feuer und Flamme für diesen Verein. Und er steckt mit dir wirklich mit dem kompletten Körper, ist er völlig elektrisiert. Martin Schmidt, Wolfsburgs Antrieb der Zukunft. Der gelernte Automechaniker schraubt an seinem ersten Dreier mit dem VfL. Ausgerechnet gegen Ex-Verein Mainz will Wolfsburg zurück in die Erfolgsspur.